Nachdem ich jetzt eine 200-Mbit-Verbindung habe, möchte ich mal wieder einen Speedtest von Premiumize, einem Multihoster, machen, um zu schauen, ob der auch die 200 Mbit meiner Leitung auslasten kann. Dazu habe ich mir jetzt von Filer und Uploaded Links in den Shadowloader geladen. Unten links seht ihr, dass nur der Premiumize-Account aktuell aktiv ist. Und jetzt drücke ich hier einfach mal auf Start und wir sehen mal, was passiert. Also es passiert auf jeden Fall, dass die Downloads parallel laufen. Zwei Stück von File und drei Stück von Uploaded. Ich habe hier unten nämlich auf 5 limitiert. Was uns jetzt interessiert, ist hier oben rechts die aktuelle Geschwindigkeit. Und trotz, dass ich in einem VPN-Netzwerk bin, was ja immer ein bisschen Geschwindigkeitsverlust mit sich bringt, kriege ich also 22,3 Megabyte pro Sekunde. Das rechnen wir mal 8. Und damit sehe ich, dass die Leitung trotz VPN schon ziemlich gut ausgelastet ist. Jetzt will ich doch mal aufs Ganze gehen. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit den VPN deaktiviert und starte nochmal den Download. Dann sehen wir auch nochmal, wie gut die Geschwindigkeit ist. Genau, und da geht es schneller. Da war ich jetzt gerade mal kurz auf 24. Was man halt beachten muss, ist, jedes Mal, wenn eine Datei fertig ist und er fängt mit der anderen an zu laden, habe ich halt so einen kurzen Schwankungen in der Geschwindigkeit. Ich gehe mal ein bisschen hoch mit den Verbindungen. Eventuell kriegt man da eine konstantere Durchschnittsgeschwindigkeit, aber jetzt sieht man zum Beispiel 24,05 Mbit. Wenn ich die 24 mal 8 nehme, ja, dann komme ich schon ziemlich nah an diese 200 Mbit-Leitung ran, die ich habe. Von daher würde ich sagen, Test bestanden, Premiumize, lasse die 200 Mbit voll aus.